Willkommen zurück zu Let's Play Stalker Shadow of Chernobyl. Ja, wie ihr schon hört, wir befinden uns in der schönen Gegend von X16. Und wir werden hier wahrscheinlich noch einige Probleme mit... Junge, warum hältst du dich auch nicht an der Leiter fest? What the fuck? Junge, was machst denn du da? Warum habe ich jetzt plötzlich das Lied von den Ärzten im Hinterkopf? Auch wenn ich gar kein Fan der Ärzte bin. Ja, er sieht aus, als ob er ein kleines Problem mit Bane hatte. Mein Gott. Wir haben hier eine kleine Blutungsproblematik. Wie viele Zombies? Gott. Okay. Wir müssen scheinbar improvisieren. Mit improvisieren meine ich Granaten. Warum verstecken sich hier zwei Snorks auf dem Klo? Fuck you. Ach, ihr habt überlebt. Was hast du denn Schönes dabei? Hattest du wenigstens Munition in deinem Gewehr? Ja. Dann schenke ich dir die Erlösung des Todes. Gib mir die Granate. So. Weiter geht's. Ich guck, glaube ich, besser erstmal oben nach. Wichtig ist in erster Linie, dass ich jetzt gucke, dass ich alle Vorteile finde. Das heißt, versteckte Waffen, was auch immer. Also, das ist ein vergammelnder Rest. Gut, hier war nichts Nützliches, dann hätte ich mir das eigentlich auch sparen können. Aber kann man ja auch nicht immer wissen. Ich habe nur so die Vorahnung, dass mir noch ein Pseudogigant über den Weg laufen wird. Also müssen wir hier diesen Gang entlang. Ah. Jesus fuck! Ja, okay. Da wahrscheinlich auch. Gut. Zombie. Ich, wie gesagt, ich weiß leider immer noch nicht, wie ich die Munition... Warum vergesse ich das eigentlich noch? Das halte ich von Zombies. Ich würde sagen, sichern. Mögliche verwertbare Munition mitnehmen. Den Rest kann ich hier vergammeln lassen. Notfalls muss ich darauf zurückgreifen, eine MP5 zu verwenden. Warum traue ich der Sache nicht?
Vielleicht weil es Stalker ist. Ja, okay, hier ist nichts. Vermutlich waren hier eigentlich nur Zombies. Beziehungsweise Ambiente. Ich würde sagen, nachladen. Ich brauche die maximale Kapazität. Hier wurden Leute gefangen gehalten. Zack, zack, zack. Moment, was habe ich da eingesammelt? Ich habe keine Ahnung, was ich da eingesammelt habe, aber ich habe was eingesammelt. Wow, 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 wow. Okay, also ist da Munition gelagert. Ich fühle mich manchmal ein bisschen hart getrollt. Hauptsächlich durch die Tatsache, jetzt habe ich hier schon so eine Waffe mit dieser Munition wieder genommen, weil die Gegner hauptsächlich diese Munition verwenden und jetzt endet das trotzdem wieder, dass alle die Kalaschnikow benutzen. Ah. Au. Scheiße, wo kommt der denn her? Hä? Verschwinde, du beschissenes Mistvieh. Tut's Bein weh? Arschloch. Ja, so viel dazu. Vermutlich. Okay, doch nicht. Shit. Ah! Shit. Ich würde sagen, jetzt fahr doch endlich zur Hölle. Scheiße, und jetzt werden nur noch die Medipacks knapp. Diese beschissenen Snorks. Mein Gott, jetzt ist aber mal hier gut. Also Samsung reicht mit den Snorks. Ich kann dieses dämliche Geräusch nicht mehr hören. Und wie viel die auch noch aushalten. Moment, Feuerball. Meine Freunde. Oh, der hat gut gesessen. Okay, 4 Apparaturen haben wir zu zerstören scheinbar. Na los, 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 los. Muss ich hier dran was machen? Ah. Oh shit. Fuck. 3 Minuten 30 habe ich. Computer? Wo ist er? Komm hier. Au. Ah! Unpassender
Zeitpunkt. Au, verdammt! Dann gehen die mir jetzt auch noch auf den Sack. War das hier einer? Nee. Der andere ist noch eine Etage höher oder was? Ein höher noch. Ein höher. Ich kann's noch schaffen. Ah. Fuck you. Was ist das denn bitte für eine gequirlte Scheiße? Schießt der mit der Pumpgun direkt in die Fresse? Egal, was ich gemacht hätte, mich jetzt erwischt. What the fuck? Okay, okay. Okay. Wenn der Typ jetzt noch nicht so inkompetent wäre und sich auch noch an der Leiter festhalten könnte, könnte ich es noch schaffen. Festhalten. Okay, ignorieren, durchrennen. Fucking Zombies sind nicht mein Business. Ah. Fuck you. Ha! Au. Okay. Ich will, na, mein Gott. Wieso ziehen die mir mit einem Schlag fast die gesamte Gesundheit ab? Okay, wir müssen uns anscheinend durchbetteln. Ich würde sagen, jetzt wollte er mich hier aber verarschen. Hä? Wie zum Teufel kommt der hier rein? Oh. Okay. 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 Move, 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 move. Warum hältst du so viel aus, Arschloch? Zack, 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 zack. Na komm, stirb, 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 stirb. Tu mir den Gefallen und stirb. Läuft doch ganz passabel grad. Ach, da könnte er plötzlich weglaufen, wa? Fuck you. Mein Gott. Unpassendster Zeitpunkt in der Geschichte aller Zeitpunkte. Okay, okay. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Wir haben die ganze Sache unter Kontrolle. Wir sind jetzt recht schnell recht weit vorgedrückt. Haben noch einiges an Munition. Und können demnach jetzt die Emissionsgegend hier betreten und eventuell auch recht schnell schaffen. Was
kritische Emissionen. Bereich sofort verlassen. Kein Interesse. Ich würde sagen, jetzt fahrt zur Hölle. Dum, 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 dum. Gut, lass dein Scheißgewehr fallen und stirb. Tu der Nation einen Gefallen und stirb. Gut, ich... Wenn ich mir bloß das Wissen angeeignet hätte, schnell rechtzeitig noch... Au! Wie ich die Granaten von meinem Gewehr benutzen könnte. Ich glaube, das Leben wäre so viel einfacher. Okay. Läuft gut soweit. 2 Minuten 46 haben wir noch und es ist nicht mehr so viel zu erledigen. Der noch und einer jetzt noch. Los, los, los. Wow. Du erwischt mich dieses Mal nicht, du Bitch. Und zack. Oh oh. Und da. Nicht okay. Wenn das so wichtig ist, warum hast du nicht erklärt, warum du dorthin gehst und wo du das Foto her hast? Wenn du nur wüsstest, wo ich war und was ich gesehen habe. Eines Tages erwischt es dich, Strelok. Warte, Sohn. Wohin gehst du jetzt? Wohin gehst du jetzt? Ich gehe nach Norden. Wow, 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 wow. Wenn ich das richtig verstanden habe, bin ich Strelok? Du musst Strelok töten. Nein, John, du bist Strelok. Okay, Leute, an der Stelle werde ich diesen Part aber erstmal beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part. In erster Linie werde ich hier erstmal... töten und looten. Und ja. Dann sehen wir erstmal, wie es weitergeht. Ansonsten danke ich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann.